Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Unboxing hier aus dem PlayNation TV-Studio. Noch ist der Tisch sauber, hier steht noch nichts drauf. Wir haben ja kürzlich erst die PlayStation 4 Pro ausgepackt und heute dreht sich alles um ein ganz besonderes Spiel, Watch Dogs 2, welches am 15. November für PC, PS4 und Xbox One released wird. Zwei Wochen später für den PC. Zwei Wochen später für den PC. Stimmt, wurde ja verschoben. Ja. So, und diesmal hat man sich gedacht, wir verabschieden uns von Aiden Pierce. Das ist nicht mehr der Hauptprotagonist, sondern es gibt jetzt den Marcus. Ja, und der Marcus ist jemand, der sehr gerne durch die Gegend springt, der tolle Moves drauf hat und auch gerne durch San Francisco brettert. Ja. Erinnert mich ein bisschen an ein Konkurrenzprodukt aus Grand Theft Auto, aus dem Grand Theft Auto-Universum, grafisch zumindest, aber was ja nicht unbedingt schlecht sein muss. Ne? Ich meine, der Stil passt zum Spiel, muss man sagen. Ja, der Stil passt zum Spiel. Ich persönlich habe Watch Dogs 2 noch nicht spielen können, ja? Deswegen, ich lasse mich mega überraschen. Ich fand Watch Dogs 1 eigentlich echt geil, von der Atmosphäre her. Story war ein bisschen, aber ja, die Atmosphäre war geil. Ja, schade. War halt wieder so ein bisschen, man hat gemerkt, Ubisoft also hat versucht, aber da waren ein paar Fehler noch drin, die ausgemerzt werden. Also ich persönlich finde, Story ist das A und O. Wenn die scheiße ist, ist das nicht gut. Ja. Aber die Gameplay-Ansätze an sich, so mit dem Hacken hier und da und so, also auch das, was man ja immer dann schon gesehen hat in den Trailern und so, fand ich schon sehr beeindruckend. Ne? Aber ja, die Kritiken waren jetzt leider nicht so gut, muss man leider sagen. Ne? Das stimmt. Ich fand es auch schade, dass sie damals mit Watch Dogs 1 den Fokus mehr auf am Ende Schießen gelegt haben als auf Hacken, was jetzt ja anscheinend anders sein soll. Die haben ja jetzt schon gezeigt, sehr viel mehr Hacking und weniger einfach rumballern. Ich glaube, das mögen die Spieler. Ja, ich freue mich mega drauf, ganz ehrlich. Wie gesagt, ich war im ersten Moment ein bisschen so, kenne ich irgendwoher so ein bisschen das Spiel, als ob ich ein Déjà-vu hätte. Und da habe ich mich ein bisschen mit auseinandergesetzt und ich glaube, anhand der ganzen Hacking-Elementen, die man hat, könnte das schon ziemlich geil werden. So, Ubisoft hat sich gedacht, wir schicken dem guten Dennis mal ein Päckchen und da fällt auch schon was runter. Ein Päckchen, ja, wo noch meine Adresse draufsteht, deswegen kann ich euch das Päckchen von der Seite nicht zeigen, egal. In diesem Paket ist eine Edition drin, die ihr kaufen könnt, ja. Diese Edition ist auch natürlich wieder limitiert, glaube ich zumindest zu wissen. Ist aber Collector's Edition. Ja, es glaube ich, 11.000 Editionen waren da drin. Wow. 11.000. 11.000 Versionen gibt es davon, ja. Ja. So, und im Grunde, wie gesagt, erstmal normaler Karton, ja, und der ist auch schon auf. So, und in drin sehen wir Watch Dogs 2, ja. Diese Edition ist auf jeden Fall, glaube ich, die teuerste, die es gibt auf dem deutschen Markt. Es gibt, glaube ich, eine noch mit einem fernsteuerbaren Roboter. Mhm. Ja, aber ich glaube, die, bin ich mir nicht sicher, gibt es, glaube ich, nur auf dem US-Markt. Weil ich habe mal geguckt im deutschen Amazon-Store und da habe ich sie nicht gefunden. So, als erstes haben wir einen Bilderrahmen. Ja? Ihr könnt euch das, für, wenn ihr Instagram-Fotos machen wollt, könnt ihr euch vorhalten. Das ist ein neuer Filter. Genau, das ist ein neuer Filter. Ja, dann holen wir es mal raus. Ist auf jeden Fall eine fette Edition. So, Styropor, adieu. Okay, machen wir die Dinger mal ab. Mich sieht man gerade nicht, deswegen schiebe ich das mal zur Seite. So. Okay, zack, ich gebe euch das mal hin, alles hier. So, das ist sie, ja, die DedSec Edition. Und sieht auf jeden Fall, also ohne Witz, Alter, wie geil sieht die denn aus? Ja, die und außen, wenn du das bewegst, dann dreht sich das Ding. Ja, aber ich glaube, das sieht man nicht, oder? Wenn du es drehst, warte mal. Dreh das mal. Dann bügel die Konsole mal, mach das Ding mal links und rechts. So, ja, sieht man nicht. Ich glaube, sieht man nicht. So, und den Karton mache ich mal hier runter, nicht, dass das gleich anbrennt. OMG, it's DedSec. So, okay, also, das ist die DedSec Edition auf der, ja, auf der Vorderseite. Sehen wir erstmal hier den Schriftzug, ja, DedSec, OMG, DedSec. Und auf der Rückseite ist so ein Skelett, ja, ich weiß nicht, ob man sieht, wir machen es gleich ab. An den Seiten ist auch noch ein bisschen Boom, alles so im Comic-Haft-Stil. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Und wenn wir das hier aufmachen, dann können wir uns das Ganze natürlich im Detail angucken. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das hier schon sehr, sehr geil. Ja? Weil das hier, diese simple Packung, macht es irgendwie ein bisschen mystischer. Ja? Und wenn du das nämlich hier drauf hast und machst es dann so, ja, bewegst das, sieht das schon ein schöner Effekt auf jeden Fall. Weil es ist so wie so ein 3D-Effekt, wie du sagst. Ne? Toll. So, dann stellen wir das mal hier rüber. Also, jetzt haben wir das natürlich, was ich erklärt habe. Das ist die Vorderseite der DedSec Edition. OMG, habe ich ja gesagt, steht an der Seite. Auf der Rückseite haben wir noch was und auf der Seite. Das Tolle ist, wir haben uns extra einen Hochglanztisch geholt, um das hier zu machen. Ne? Damit wir schneller Unboxen machen. Guck mal hier. Das ist unser Unboxing-Tisch. Om nom. Fladdy, hast du richtig gearbeitet? Sollen wir kündigen? Ja. So, okay, dann kann man, hinten steht leider nicht drauf, also nirgendwo steht drauf, was enthalten ist. Es ist auf jeden Fall ein Collector's Case, ja, wir lassen uns mal überraschen. Wir können es aufmachen, ne, hier seht ihr. Und dann muss man eigentlich schon stehen, aber ich bleib mal sitzen. Lege ich es mir mal so seitlich hin, ja, damit ihr es seht. So, als erstes kommt uns was entgegen. Und zwar
Die Map of San Francisco in Watch Dogs 2. Kannst du im echten Leben benutzen? Kannst du im echten Leben benutzen, meinst du? Wahrscheinlich nicht. Ja. So, machen wir die mal auf. Das hier ist die Karte. So, denn der Watch Dogs 2 ist ein Open-World-Game. So, wenn wir das aufmachen, boah, ich hab direkt Bock zu zocken, wenn ich liebe es, solche Maps zu sehen. Ne? So, sehen wir hier San Francisco. Ja? Hier natürlich Wasser. Ne? So, dann haben wir hier Brücken. Ich glaube, die Golden Gate Bridge ist sogar auch enthalten. Ja? Oh. Aber, ich glaube, die ist aber gar nicht hier. Ist sie markiert hier drauf? Müsste eigentlich. Wir sollten einfach mal so einen Fremdenführer reinpacken. Bay Bridge? Golden Gate Bridge, hier oben, genau. Hier haben wir das, den Pier 39, Alcatraz ist enthalten. Wir haben hier verschiedene Spots, Chinatown und so weiter und so fort. Dann natürlich die ganzen Höhenunterschiede, die es in San Francisco gibt, ist ja dafür bekannt, dass es halt mal massiv runtergeht und dann geht es wieder massiv hoch. Die Straßen, ich weiß gar nicht, gibt es auch die Straßenbahn bestimmt, die ist ja auch eigentlich eine Sehenswürdigkeit in San Francisco, diese Cable Car. Ja, ne, seht ihr auf jeden Fall. Car Dealerships haben wir da unten stehen, man kann sich umziehen. Pawn Shop haben wir und Area of Interest, okay. Hacker, ja, unten stehen auch noch ein paar Sachen. So, gibt es da verschiedene Zonen und das ist die Map of Watch Dogs 2. So. Wie das letztendlich dann aussieht, von der Größe her, muss man gucken. Wir kriegen noch ein paar Aufkleber dazu. Ja, mit DedSec, Return of the DedSec, Watch Dogs 2. Wer nicht weiß, was DedSec ist, das ist die Hacker-Gruppe. Und wir kleben einfach mal hier so ein Ding. So, ne? Ben ist jetzt offiziell DedSec approved. machen wir bei Vladi auch noch was. Zeig mal die andere Seite noch des Posters. Ach so, stimmt, guter Einwand, Patrick. Ach so, nice, ich dachte, die ist weiß. Hey. Ist das ein Plakat? Da haben wir ein Poster und da sehen wir San Francisco. Aber ist sehr schwach gedruckt, oder? Hm. Sehr gut, Patrick, habe ich gar nicht beachtet. Das ist extra so gewollt. Und jetzt kriegt der Vladi auch noch einen Aufkleber. Wir müssen ja unsere Mitarbeiter glühen machen. Komm mal her, komm mal mit deinem Kopf her. Ah, scheiße. So, also du wurdest offiziell gehackt, ja? Ja. Schön aus. So, die Map. Dann haben wir einen Brief. Leute, wir haben einen Brief von Ubisoft bekommen. Und ein Artbook. Ja, sowas liebe ich. Ich liebe Artbooks. Ohne Witz, ich guck's mir so gerne an, weil die Entwickler zeigen uns ihre Visionen, ihre Ideen, ihre Konzepte. Und T-Bone kennen wir ja aus Watch Dogs 1 schon. Wirklich ein krasser Typ. Hier haben wir natürlich dann die ganzen Charaktere werden uns gezeigt. Marcus haben wir am Start, den Hauptprotagonisten. Welcher meiner Meinung nach ziemlich cool aussieht. Also mit der Jacke und so weiter. Hier ein paar Designs und so weiter. Sehr, sehr schön. Artbook. Oh, hier, Artbook. Ja, das ist es. Dann haben wir als nächstes einen Brief. Ich weiß nicht, was da drin ist. Liebesbrief. Wollen wir uns den Brief zum Schluss aufheben? Ja. Lassen wir uns zum Schluss aufheben. Die Designs sehen sehr vielversprechend aus. Ja, ich finde es echt schon mal schön. So, dann machen wir es wieder auf, die Klappe. Ich drehe die einfach mal. So, guck mal jetzt hier. So, ich packe einfach mal rein. Ich sehe gar nichts. So, ich glaube, ich muss mich dafür hinstellen. Moment, eine Sekunde. Upsa. So, jetzt geht's besser. Also, ne, als erstes sollen wir es natürlich sein. Eine Cappy. Eine Cappy von Watch Dogs 2. Kann man sich aufsetzen und kann cool sein. Oh, mich sieht man gar nicht, ne? Warte mal. So, ne? Du warst noch nie so cool. Sieht gut aus. So, nee. Bloody, aufsetzen. Bloody, ja. Ja. Aber rückwärts. Ne, vorwärts, stimmt, damit man... Sehr schön. So, du siehst aus, echt... Den haben wir zweckentfremdet. Aber du musst die Cappy vorne mehr knicken. Ja. Ja, wie so ein Baseballspieler. Nee, nach innen, nach innen. Nach innen, so. Genau. Richtig. Hey. So, und jetzt aufsetzen. Richtiger Dortmunder, richtiger Duisburger. Das sieht aus wie Aiden Pierce, Mann. Ja, oh, nice. Oder wie Markus. So, kommen wir zum nächsten. Ja, das Ganze ist in so Kapitel unterteilt. Haben wir einen Bandana, glaube ich. Weil der Markus... Nee, das ist ein Mundschutz. Was ist denn, was macht man denn mit dem Bandana auch? Kann es nicht nur auf dem Kopf, das machen auch Leute am... Ja, hast du nicht DayZ gespielt? Nein. So, dann kann man das so machen. Baklava ist das. Man muss aber einen sehr kleinen Koffer haben. Und man muss, muss den Geruch von Chemie komplett widerstehen. Boah. Da siehst du aber... Die Kamera jetzt auch noch an. Du siehst aber cool aus damit, ey. Ja? Cool aus? Ja. Würde ich so sagen, ne? Richtige Hacker, ey. So, boah, Scheiße, wer ist das denn, ey? Der macht hier ein Cosplay, ey. Das wird das Thumbnail, Mann. Warte. Ist das ein Aiden Pierce Cosplay, oder? Ich hacke jetzt den Fladdy. Oder Soma. 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 Sombra. Soll ich das auflassen jetzt die ganze Zeit? Ja, ne? Ja, klar. So, die Cappy machen wir mal rüber jetzt noch, komm. Ne, warte mal, die Gangster haben die Cappy ja immer so, ne? Warte, ganz,
Nee, mach normal. Ich habe jetzt meine ganze Schminke hier im Aufkleber. Seitlich ist auch eine Idee. So, ne? Das ist so eklig. So. Scheiße. Okay, haben wir das schon mal, ne? Ja. So. Boah, das stinkt. Also beim besten Willen. Ich glaube, wenn ich nach der Sendung, nach dem Unboxing fertig bin, bin ich high. So. Hyped auf das Spiel. Ja, genau. So, dann haben wir, hier noch ein Fach. Da ist nichts drin. Da ist Salz drin. Kann man das irgendwie aufmachen? Nee, das ist nur zur Halterung wahrscheinlich. Stimmt. Da ist nichts drin. Okay. Das könnt ihr gewinnen übrigens. Wenn ihr jetzt einen Kommentar schreibt, kriegt ihr diesen Pappkarton. Okay. Oh, Jesus Maria, was ist das denn? Alter. Alter Finne, Leute. Guckt es euch mal an hier. Wir haben hier eine Figur von Marcus aus Watch Dogs 2. Sehr schön. Die packen wir direkt mal aus. Ja, das ist ja mega geil. Ja, viele Collectors Editions in letzter Zeit haben immer eine Figur drin, ne? Ja. Nimm mal, Ben. Finde ich an sich gar nicht mal so schlecht. Plastik? Ja. Boah. Das sieht aus wie Plastik im Hintergrund, oder? Oder was? Echt? Also die ist wirklich mega geil. Guckt euch mal an. Ich meine, vor allem, das Ding ist ja noch mit der Wall quasi, ja, ne? Das ist richtig cool. Geil. Das ist ja ganz nice. Das ist ja wirklich dann Plastik-Wall sozusagen. Ja. So, und sieht sehr schön aus, aber man merkt. Ja. Ne? Ja, aber. Pff, mein aber Gott. Es ist echt cool. Also ich finde auch den Klamottenstil vom Aiden. Wie ist die Figur? Ist die auch Plastik? Oh. Vom. Wie ist die Verarbeitung der Figur so? Thema? Ja, die ist voll in Ordnung. Die ist sehr hochwertig. Ja, so Hartplastik, ne? Ja, eben. Ja, das ist echt cool, das ist halt eine Kulisse quasi. Ja, ne? Das ist ganz gut. So ein bisschen wie von Black Flag hier, so mit dem Piratenschiff oder so. Ja. Das war auch mega nice. Haben sie auch coole so Motive noch hinten drauf. Ich finde aber auch den Klamottenstil von dem Marcus geil. Also der hat auch so hohe Schuhe an, habe ich auch mal. So eine coole Hose, coole Jacke. Würdest du auch tragen, ne? Ich würde mich auch so kleiden, wenn ich könnte. Ja, ja. Außer mit dem Mundschutz nicht, weil wenn du so durch die Gegend läufst. Ja, dann mach doch mal nächstes Mal. Soll ich mich nächstes Mal so kleiden? Jo. Ubisoft, wenn ihr wollt, könnt ihr mir die Klamotten zuschicken. Ich ziehe mich gern einmal so an für euch. Auch mit einer Knarre. Wenn ihr mir noch eine Knarre zuschickt, die Pistole. Und im Hintergrund steht What the Fuck zum Beispiel. Oder You Are Been Watching, San Francisco, Dead Sack. Also wirklich eine schöne Edition. Ja, lies doch mal den Brief vor jetzt da. Ach, den Brief haben wir noch. Hast du schon alles? Hast du Haschisch in der Tasche, hast du was zum Nasche? Ne? Gehört ja auch dazu. Und jetzt kommen wir zum Abschließen zum Brief. So. Das ist ein Postkarten, glaube ich, oder? Oh. Der ist an uns adressiert. Was ist denn los da? Wer verlesen? Ubisoft, was ist da los? Liebes PlayNation Team. Hallo Dennis. Hallo Ben. Hallo Patrick. Wir von Ubisoft. Hallo Vladi. Wir lieben euch. Wir lieben Ben seine geschmeidigen Haare, Patrick seine wundervollen Geheimratsecken und Dennis seine ehrliche Art und Weise. Danke, Ubisoft. Nein, Mann, das sind einfach nur Postkarten. Das sind einfach nur Motive. Ja, ich dachte, schade. Eine schöne Notiz. Also San Francisco-Motive? Ja. Oh. San Francisco haben wir einmal. Dann haben wir einmal hier den Marcus. Wir haben nochmal San Francisco in einem Morgengrauen. Ja, sehr schön. Hier können wir das nochmal zeigen, einzeln. Ne? Einmal schön. Die Karte und die Karte. Hier. Hammer. So, das war's auch schon. Das ist die Dead Sack Edition von Watch Dogs 2. Ihr könnt euch das Ganze natürlich kaufen. Kauft der Watch Dogs. Ne? Ist, ich glaube, was kostet die? Ich glaube 250 wahrscheinlich, oder? Ja. Die Figur, meistens, wie gesagt, sehr, sehr hochwertig. Ach, unten steht auch noch was drunter. Und zwar Watch Dogs 2, 2016 Ubisoft Entertainment, Pure Arts und Ubi Collectibles. Ne? Das ist ja die Marke von denen. Die haben ja so Merchandise ganz viel. Und Made in China. So, in diesem Sinne, danke, dass ihr zugesehen habt. Schreibt doch mal eure Meinung zu solchen Collectors Edition in die Kommentare, ob ihr sowas kauft. Aufgrund der Tatsache, dass ihr sagt, ist geil zum Sammeln. Und ja, ne? Holt's euch, macht's gut und danke fürs Zusehen.